Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Beziehungsweise den Rest von Just Cause 2. Wir sind ja jetzt dabei, gerade immer im Söldnermodus, also sprich nach der Story somit, in Summe den Rest zu machen. Oder dem Spiel den Rest zu geben, wenn man es so sagen möchte. Und zwar handelt es sich ja dabei um die ganzen noch nicht eingesammelten Kisten, Pipelines, Statuen, die ich noch nicht zerstört habe und noch einiges mehr. Ja, genau. Und ja, ich kümmere mich gerade jetzt um die Station, um diese mobile Radarstation-Sachen. So, die hatte ich ja schon, stimmt, das war die weiter oben, die ich noch nicht hatte. Okay, das gehört mit zu dem Ort. Krass. So. Gut, wenn ich jetzt wieder auf die Karte gucke, dann sehe ich auch wieder, dass es doch etwas offensichtlicher ist. Mal da rechts im Wald so ein Loch hervorsticht. Da so. Und ja, ich weiß, hätte auch noch was anderes sein können, aber okay, nee. Ist ja, wie ihr seht, nicht. Granate! Alle Mann hinlegen! So. Letzte mobile Radarstation ist dann dementsprechend. Okay, kann drüben rechts sein. Okay. Und zwar von hier. Hier. Oder hier hinten ist die Rede. Wobei das hier hinten wahrscheinlich schon mitgenommen habe. Und mir fällt gerade was ein. Da ist der Bastard. Um schneller das zu überbrücken. Und auch besser das zu überbrücken, kann ich natürlich hier nochmal nach unten. Und sagen, okay, ich nehme den Flieger. Okay, ist ein bisschen dreist, aber ist ja so. Wenn schon, denn schon, ne? Irgendwie kommt mir die Startbahn wieder sehr kurz vor. Ist ja aber tatsächlich gar nicht für das. Ist sogar schon fast zu lang für den Flieger. Da ist auch eine mögliche Tankstelle, aber das gehört mit zu dem Ort. Oder? Ja. Moment. Doch, doch, das gehört hier mit zum Ort. Cool. Ja, ja. Ich weiß, ich habe schon mal kurzerhand mit solchen Stuntflügen mir meine Chancen vermasselt. Deswegen versuche ich das auch eingeschränkter zu machen, eher. Okay, kurz geguckt. Genau, das war die Radarstation, die habe ich ja schon. Das heißt, die nächste ist ja erst hier. Aber eher hier oben so. Und wenn da keine ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil dann habe ich alle auf der Karte überprüft, die halt angezeigt worden sind und die nicht angezeigt werden. Das wäre jetzt irritierend. Ne, Moment. Was? Jetzt sagt mein Hirn auch selber gerade so. Warte mal ganz kurz. Okay, die habe ich auch schon. Dann habe ich die da oben noch. Doch noch nicht. Okay. Links oder rechts davon? Da ist der weiße Punkt. Das ist ein Ort. Okay. Das heißt, hier so.
Ja, okay, das kommt am ehesten hin. So. Kann ich stattdessen lieber mal gucken, ob ich hier noch eine Radarstation oder ähnliches finde. Aufs Überfliegen. Pipeline oder Co. finde beim Überfliegen. Andererseits ist das ja auch nochmal so wichtig. Für und an sich. Okay. Da ist sie. Die finale und letzte Radarstation. Alle Einheiten bei sich, Kontakt feuern! Blute, Arschloch, blute! Der Feind ist durchgebrochen. Eindringlinge werden bei Sichtkontakt erschossen. So. Und das war jetzt der vorvorletzte Generator. So, jetzt sind wir bei 99,57%. Keine Ahnung, warum ich so sehr betone, aber ist halt so. So was sein kann. Wenn man mal kurz guckt. Hier dieser ganze Bereich, den habe ich noch nicht so richtig überprüft, glaube ich. Okay. Windräder habe ich alle, Radarstationen habe ich alle. Wovon habe ich noch alles? Natürlich alle Orte, logischerweise. Alle, ja, Soldatenanführer nenne ich es jetzt mal, sowieso logischerweise dadurch. Genau, Pipelines wäre jetzt eigentlich das Logischste, was ich machen könnte. Zusammen in Verbindung mit den Antennen, was gleichzeitig die Generatoren wären. Okay, dann mache ich jetzt mir die Karte auf. Generatoren. Ja, also die Radiomasten sind da in der Nähe. Wobei, eine Radiomast ist mitten in der Wüste. Und Generatoren ist ja auch das Gemeine, die sind halt sehr großflächig gestreut. Ah, jetzt wäre das halt doch schon praktischer, wenn man wirklich eine Art Filter hätte. Bridge Limbus, Column. Ja, okay, das habe ich ja. Resource Items. Location. Ja, oder ich könnte alle Locations anzeigen und dann sagen, okay, Generatoren. Dann sehe ich auch ganz klipp und klar, dass zum Beispiel. Ja, da wo ich gerade hin unterwegs bin, also sprich hier, höchstwahrscheinlich noch was ist. Na komm. Ich guck einfach mal. Wenn das Prinzip übrigens auch versagt, übrigens, da werde ich jetzt wirklich restlos auf das Prinzip gehen. Ich nehme mir irgendwie eine Karte. Pack sie mir wie gesagt aufs Endgerät Handy und färbe die Bereiche, in denen ich schon komplett zu 99 komplett bin, also 99% sicher bin, dass da nichts mehr sein kann und darf, einfach schwarz ein. Das wird so der nächstbeste Schritt sein, um wirklich sicher zu sein, dass ich grandioserweise da gar nichts mehr habe. So. Aber wie schon gesagt, das ist halt. Vor allem hier diese kleinen Inseln. Die brauche ich nicht ständig überprüfen. Dann mehr. Cool, dann mache ich das so, dass ich wirklich beim nächsten Mal, wenn ich jetzt Just Cause aufnehme, oder zum nächsten Mal, mir eine Karte wirklich aufs Handy lade. Das dann in ein Handy
also in einer App öffne, dass ich dann das bearbeiten kann. Und dann sage ich, okay, da und da ist nichts, da und da war ich schon. Und marker das mir dann schwarz an. Und am Point of Interest einfach, keine Ahnung, grün oder gelb. Vorrücken! Dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich fliege jetzt hier die Straße ab und könnte die einfach schwarz markern. Ja, das wäre mir eigentlich, marker mir mal das hier. Weil ich mich frage, hier oben soll ein Generator irgendwo so herumgeistern auf der Höhe. Warum auch immer. War doch hier, oder? Ich guck nochmal. Ich muss kurz gucken, das ist die. Genau. Also sprich hier irgendwo. Irgendwo an der Straße. Hier ist aber keine. Moment. Ach, hier oben. Okay. Bin also fast da. So. Okay, und das ist halt das, was ich wieder meine. Man darf sich erstmal einen Ast absuchen. Bei solchen Sachen, wo viel mehr von vorhanden ist. Und kann dann feststellen, okay, es ist halt gar nicht vorhanden. Obwohl, das ist ja doch jetzt wieder hier interessant. Ich guck nochmal genauer. Wir sind jetzt... wo bin ich? Da bin ich, okay. Diese komische... Da, okay. Das heißt, da oben... Moment. Da ist die zweite Brücke. Aber genau da soll es sein. Bitte lass nach. Hier ist komischerweise nichts, ne? So. Das Einzige, was ich mir denken kann, dass halt die Platzierung auf der Map, die ich da offen habe, auch nicht gerade das Einfachste ist. Okay. Oder es ist halt, aus welchen Gründen auch immer, einfach hier mit bei diesem Rennobjekt. Aber nein, nicht mal das. Okay. Ich bin auch viel zu weit links. Ich guck noch mal genauer hin. Doch, tatsächlich direkt auf der Straße soll ein Generator sein. Ich war hier oben. Ach, ich sehe schon. Deswegen sehe ich ihn nicht, weil ich ihn schon habe. Okay, und das ist das, was ich meine. Also... Im Endeffekt können diese ganzen Generatoren, die ich sehe, auch schon erledigt sein. Okay. So, dann will ich mal schnell zu dem anderen Punkt da hinten. Das sind noch 2 Kilometer. Die kann ich auch mit sowas überbrücken. So ein Tuk-Tuk ist ja doch ab und zu schnell. Was ist denn jetzt los? Ich nehme keine Anhalter okay, mit. Okay, ja, klar. Steam... Hallo. Danke, Steam... Kartenobjekt, klar. Ach, komm schon, dieses Overlay hat es jetzt wieder rausgerissen, richtig? Ah, ich krieg die Krise.
Fängst du dich jetzt Spiel oder was ist los? Hä? Ach komm schon! So. Wie gesagt, 2 Kilometer überbrücken, ne? Das wird so nicht gehen, wenn das so weitergeht. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich speichere mal ganz kurz gleich wieder, oder? Soll es das behoben haben, dann natürlich nicht. Hey, nee, habe ich gerade frisch lackiert. Runter da. Okay. Der ist nämlich ein bisschen schneller. Und auch Gelände taugiger? Nee, keine Ahnung. Taugt sich besser für Gelände, so. Taugt? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das besser für Gelände und ja, ist an sich einfach auch schneller unterwegs mit. Ja, ich speichere ja schon, Leute. Ich lese doch selber, dass die Textur nicht vernünftig geladen hat. Ah, okay. Dann auch nochmal schnell was trinken. Und dann kümmere ich mich gleich nach diesem Part erstmal tatsächlich wieder um die anderen Spiele. Aber Just Cause lässt mir einfach keine Ruhe, weil es wieder so ein Spiel ist, was ich schon fast fertig habe und dann doch am Ende wieder so zeitfressend kommt. Grandioserweise. Ach stimmt, hier hatte ich... Ach, Gottes Willen. Kann das nicht mal grandioserweise einfach aufhören, solche Sachen? Hier war ich doch schon. Dachte, hier wäre noch was? Nee. Tachchen, ich bin's wieder mal. Ich wiederhole mich nochmal grandioserweise. So. Okay, wenn ich jetzt mal danach gehe. Warte mal, was fehlt uns denn eigentlich... Quatsch. Was fehlt uns denn eigentlich noch überhaupt? Statistik. So, Generatoren weiß ich, sind es noch 2. Ne? So. Propaganda-LKW, da ist ja auch wirklich nur einer, ne? Transformatoren, fehlt auch einer. Moment, sag mir aber nicht, dass er jetzt irgendwo mitten in einer der Städte ist. Dann kriege ich aber eine Krise. Oder hoffentlich sind 99 das Endergebnis. Okay, Radars habe ich alle. Ich muss mal eben ganz kurz nachgucken. Just Cause 200% Liste. Okay. Kurz, damit ich weiß, was mir noch alles fehlt.
Ja, okay, und jetzt muss es sich mal wieder weghängen, Leute. Cool. Selbes Prinzip wie eben, ich trinke einen Schluck und würde sagen, der Part wird einfach wieder ein Stück länger. Geht's jetzt oder geht's jetzt nicht? Ah, toll. Es geht natürlich, dass es nicht geht. Ah, toll. Also manchmal weiß ich auch nicht weiter. 200% Liste. Okay. So, und dann ist hier noch ein FAQ von 4Player. Da gucke ich auch gleich noch rein. So, ja, ich nehme das Ganze an. Das ist wieder das Fandom. So, könnte ich hier bitte eine Liste sehen, wo gerade quasi alles drin steht? Ey, wisst ihr, wie ich das hasse, wenn irgendwie ein Fenster im Fenster auftaucht? Ach, du willst mich doch jetzt verarschen. Jetzt kann ich nicht zurückgehen oder was? Doch, gut. Oh, ich kriege eine Krise. Okay, 490 Gaspumpen gibt es. Gaspumpen, 490, ne, genau. Da heißt das, da bin ich auch so gerade mal 23 vor Fertigstellung. Also es gibt hier tatsächlich Same Syllabus. Best Complete. Collect the Items. Okay, es gibt hier wirklich viele Tipps, wie man das machen kann. Da ist auch schon wieder... Was ist denn das? Just Cause 2 Map Viewer. Glitching the game to achievement 100% bla bla bla. So was. Ja, okay, das heißt, man macht das quasi mit einer Art Programm auf und kann sich dann die Dinger tatsächlich anmarkern, wo was ist. Das möchte ich aber nicht. Das ist einfach nicht meins. Sowas mache ich nicht. Okay. Das heißt, ich werde vielleicht noch so 2-3 Parts brauchen. Sowas steht denn hier in 4Players drin. Ganz kurz einfach nochmal zu überfliegen. Das ist einfach nur allgemein Kommentar, okay. So. Ja, also alles in allem fehlt mir echt nicht mehr viel. Kann also daher sagen, ja. Sowas wie hier zum Beispiel überprüfen kann ich noch. Ja, und dann mache ich für heute erstmal von Just Cause wieder Schluss. Ich habe auch so langsam keinen Kopf mehr gerade wieder für Just Cause. Das ist halt anfangs schön und gut, da bin ich noch wieder voller Elan, wenn ich Sachen finde, aber wenn dann halt es wieder gen Ende geht und ich gar nichts mehr finde, ist dann halt logischerweise auch die Laune weg, ne? Sowas von zu 89% sogar. Okay, da ist noch eine Gasstation, das sehe ich so schon. Nee, Quatsch. Das ist die Ortschaft. Toll. Aber ich bleib dabei, ich wünschte mir ein Ingame-Radar.
Einfach genau für solche Fälle, wo man sagt, okay, man findet selber nichts mehr, man möchte aber nicht irgendwie sich bemühen, ständig eine Karte zu öffnen, die einem sowieso nicht wirklich weiterhilft. Und vor allem die Karte, ganz ehrlich, muss ich mal dazu sagen, ich müsste die mir auf Folien drucken quasi und müsste jede Folie einmal drauflegen und dann ja das jeweilige Symbol abhaken, um zu sagen, hier, das habe ich schon, da war ich schon, da ist nichts. Ja. Okay, und so weiter halt, ne? Das ist auch wieder super schlecht hier. Ihr seht, das ist wieder herumspinnt. Okay. Gut, hier unten war ich ja sowieso schon. Da oben war ich schon, da war ich schon. Gut, was noch sein kann, ist das hier oben, so wenn ich die Straße so verfolge. Dass ich da noch was finde. Aber das war jetzt auch das Letzte, was ich jetzt mache dann. Und natürlich der eine einzelne Wassertank. Der ist halt einfach bitter. Wobei mir gerade einfällt. Moment. Okay, jetzt bin ich jetzt quasi im Escape-Menü. Komm, dann speichere ich noch einmal. Sicher ist sicher. Und ich kann ganz kurz nachdenken. Es gibt da einen einzigen Wassertank, den ich noch nicht habe. Grandioserweise in der Stadt kann er schon mal nicht sein. Das kann ich mal so sagen. Da muss er ja in der Wüste sein, ne? Weil in der Stadt bin ich mindestens schon 20, 30 Mal über die Dächer geflitscht. Das heißt, Water Tower. Ach Gottes Willen. Du willst mich doch veralbern. Okay. Okay, ironischerweise. Wisst ihr, wo einer sein soll? Ja, cool. Ich darf die Karte nicht öffnen. Ja, super. Jetzt lande ich gerade, weil ich nicht hochziehen kann. Darf ich die Karte öffnen? Ach, Quatsch. Über F. Ja, okay. So. Kurz nachgedacht, nein, bloß nicht. So, und zwar ironischerweise soll nämlich... Okay, da und da einer sein, okay. Ich kann mir das auch nicht merken, aber ich glaube, hier soll... Genau. Okay. Hab's. Hallo. Ach komm. Das ist jetzt affig. Jetzt ärgert mich das Steam Overlay gerade. Och, komm schon. So. Und zwar soll hier einer sein. Und hier. Mögliche. Ne? Okay, aber Wassertower hier ist zwar für mich unwahrscheinlich vom Gefühl her, aber okay. Wird schon seine Richtigkeit haben. Außer es wurde wieder mit irgendwas anderem verwechselt. Ach komm schon. Wie gesagt, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen soll hier halt einer sein. Und das überprüfe ich jetzt dann auch. Auch wenn ich es jetzt nicht glaube. Ich werde mich nochmal überrascht geben dann. Okay, außer es sollte wirklich so sein, dass es wirklich einer ist. Dann brauche ich mich nicht überrascht geben, dann ist es halt überraschend.
Ach Quatsch, das ist der falsche. Ja, okay. Water Tower ist ja natürlich der Turm. Baby Panne Statue Generator Broadcast Tower Com Station Cargo Crane Factory Fuel Depot Fuel Pipeline Propeller Trailer Same Site Silos sowas von Säule. Okay. Ich werde jetzt gerade nicht drauf klarkommen, weil. Okay, ich muss die Seite neu laden. Der hat sich hier weggehangen. Dann würde ich sagen. Okay, warte, jetzt könnte es sein. Ach, das ist meine eigene Karte. Schlaumeier. Okay, wir sind bei 99,57%. Das heißt, es kann sich nur noch um zwei, wenn es hochkommt, drei Parts handeln. Okay, hier soll echt. Jesus, sind echt viele hier auf der. Okay, hauptsächlich auf der. Ich nenne es ja Gefängnisinsel sind Silos. In den Bergen sind drei. Und rechts außen sind eine Menge, aber. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal ganz kurz einen Ausflug hierhin machen. Und das Ganze natürlich mit Schnellreise. Einfach in der Hoffnung, dass ich da noch was finde. Wenn ich da nichts finde, gehe ich sofort da abbrechen. Weil da wird nicht mehr viel sein. Also die Silos, die hier sind, die habe ich alle zerstört. Da wären wir. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ich sollte mir aber nicht zu sicher sein. Kann nämlich auch sein, dass ich was übersehen habe. Nicht wahr? Okay. Was auch noch sein kann, dass hier irgendwie Pipelines sind, weil hier echt viele Rohre längs führen. Und das wäre eine Möglichkeit, ein, zwei Dinger zu verstecken. Okay, hier sind schon mal zwei. Ja, also. Nee, also dass hier irgendwie was übersehen haben sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Erst recht, dann wäre die Insel auch nicht komplettiert worden. Also das ergibt schon mal auch schon wieder keinen Sinn. Ich denke wieder so gar nicht nach vorher, wenn ich das so mal bedenke wieder. Hier heißt 100% wirklich 100%. Was auch noch ist, ja gut. Das Einzige, was wirklich am Ende jetzt übrig bleibt, ist das Gebirge, wo ich noch nicht so grandios genau war. Und natürlich noch viele andere Orte. Ey, das nervt mich, Leute, ne? Aber es bringt ja nichts. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und ich gucke, dass ich mein Bestes gebe, aber ich kann nichts versprechen, dass wir dann die 100% bei der nächsten Aufnahmesession haben. Sollte ich dennoch nicht die 100% beim nächsten Mal haben? Wie gesagt, lasst euch da gesagt sein. Ich werde jede Insel nochmal überprüfen. Also diese werde ich schwarz markern. Diese werde ich schwarz markern. Alles werde ich dann immer schwarz markern auf dem Handy. Und dann kann ja nicht mehr viel übrig bleiben am Ende. Von daher würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke ich mich fürs Dranbleiben. Und würde mich freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn es dann weitergeht. Und wir endlich, also hoffentlich endlich, den Rest dann auch haben. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein. Und ciao!